So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash of Clans. Heute, ja, ich habe ein bisschen weitergemacht. Ich habe gestern nicht aufgenommen, ich habe aber trotzdem ein bisschen angegriffen und ein paar Mauern gebaut und ja, ist ein kleines bisschen was passiert. Ich habe neue Sachen wieder in Auftrag gegeben und hin und her. Und ich habe mich dazu entschlossen, die Mauern, wenn ich noch nicht fertig bin, oder generell, wenn es ein längerer Prozess ist, einfach 50-50 zu machen. So ist die Chance nämlich groß, wenn jemand was setzt, dass aussehen, die höherstufige Mauer angreift als die niedrigstufigere, oder? Ich dachte einfach, es wäre clever, so abwechselnd mal zu setzen und dann nach und nach zu ergänzen, als wenn ich nur hier einmal Stufe 6 und hier Stufe 5 komplett oder so. Also einfach mal abwechselnd machen und dann ist es vielleicht besser, weil es ist immer schwer zu steuern, was genau angegriffen wird. Okay, jetzt ein bisschen was getan, würde ich sagen. Ein paar Sachen sind geupgradet und irgendwie ist auch gerade dieses Event mit dem Bauarbeiter, der ist auf Urlaub, hat keinen Bock mehr, deswegen kommt so ein Barbar. Oh, Sekunde, Hals entrümpeln. So, und stattdessen kommt so ein Barbar irgendwie an den Start. Und mir ist auch aufgefallen, man kann auch oben draufklicken, dann sehe ich mal, was als günstiges zum Nachbauen. Ich weiß, die Elixiersammler müsste ich mal machen, aber Elixier brauche ich nicht so dringend, das dauert so lange, die zu bauen und hin und her, bla bla bla. Aber ich werde trotzdem mal die Stufe hier zumindest fertig machen. Außerdem, wenn ich hier unten was am Upgraden bin, dann mache ich auch den Trick, nämlich oben drauf gehe und einfach mal gucke, was kann ich denn upgraden. So finde ich immer die Minen zum Beispiel. Ja, die kann man mal upgraden hier, dauert eine Stunde oder so. Und dann, ja. So, für heute. Ich würde gerne trotz allem hier oben noch ein bisschen angreifen. Dann mit dem Gold, was ich jetzt erfarme während der Folge, kann ich Mauern bauen. Und wenn ich die Mauern fertig gebaut habe, oder kann ich hier Schatzkammern entrümpeln, die ist nämlich schon wieder voll. Und bevor die halt nicht mehr weiter füllbar ist, ziehe ich das da raus und, also wie gesagt, investiere es in Mauern und die restlichen 250 Gold haue ich in das Elixierlager rein, mache das auch um auf Maximum und gut, steht jetzt gerade hier so, aber das wäre so die nächste Baustelle an sich. Elixiersammler habe ich mal mich begnadigt und einmal gebaut. Okay, dann ich habe einen Drachen hier drin und wir können mal hier einen Live-Angriff machen. Warte, 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 zuerst hier unten einen Live-Angriff. Hier übrigens, ich glaube, 10 ist schon Maximumstufe, gell? Nee, ah, oh, es geht noch, Entschuldigung, egal. Das will ich jetzt nicht upgraden, die Bogenschützen. Da kriege ich nämlich noch einen weiteren Schützen pro Camp. Und lass mal einen fixen Angriff machen. Ja, ich habe hier gerade Kanonen ausgewählt. Aber so ein bisschen. Wollte ein bisschen runter mit Pokalen, damit ich ein bisschen einfacher jetzt immer in den Folgen den Bonus farmen kann. Und deswegen, ja. Mach ich mal die gute alte Taktik und den. Und ich denke mal, wir kommen hier ganz gut rein. Ja. Ab ins Innere. Füg die mal gerade hinterher. Joa. Die kloppen sich hier durch und ich denke mal, das wird ein recht fixer Win. Sind einfach instant schon an der Hütte. Ja, der wird kurz gekloppt hier. Ja, die machen das schon. Hauptsache weg vom Hammer. Meine Nahkampfeinheiten. Ja, das geht hier butterweich durch und fertig. Die Schützen machen, das leben auch noch alle. 6 Stück habe ich, ne? 1, 2, 3, 4, ja genau, leben noch alle Schützen. Das ist auch schon mal fast Rekord hier. Der hat aber auch schon ein Dings. Obwohl die auf 1000 Pokale runter sind. Also. Ja, das wären 100%. Ich hätte den Hammer schon recht weit oben für die Pokaleanzahl. Ah, der erste Schütze ist raus. Oder die erste Schützin ist raus. Ja, wird 100%. Hat er irgendwas verteilt auf der Karte? Nö. Nö, hat er nicht. Machen wir einen 100er draus. Sieg. Wer hätte es gedacht? 0%. Ernsthaft. Ja, gut. So, jetzt hier oben ein Angriff. Und zwar. Go. Ein, wo wir viel Gold einsacken am besten. Also, ich gucke mal, dass ich die 200.000 schaffe. Oh, 400. 400.000 hier drauf. Meine Freunde, das ist einen Blicken wert. Ich glaube, wir haben ganz gute Karten. Wo stehen größer als die Verteidigung? Hier drin steht die, ne? Okay, dann Riesen. Go. Und jetzt sollte ich gleich direkt schon den Heiltrank zünden, weil.
Das ist nicht ohne. Und ich sollte ihn nochmal direkt zünden, weil das wäre kacke, wenn die alle schon drauf gehen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie die flächenmäßig so viel Schaden gekriegt haben. Ich versuche hier oben die Truppe ein bisschen zu unterstützen, indem ich einfach viel mehr Magier hinau. Mir geht es nur darum, dass jetzt hier gleich die Goldminen weggekloppt werden. Da kommt schon mehr Magier irgendwie hier rein am besten. Und einen Drachen, den würde ich einfach von hier oben mal direkt losschicken. Und ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier die Goldminen kurz. Weil die Goldlager sehen ziemlich leer aus gerade. Wenn ich ehrlich bin, die Goldlager sehen sehr, sehr leer aus. Ja. Das sind die Minen, die am meisten drin haben. Luftabwehr steht hier oben keine mehr, nur noch hier unten, aber... Boah, das ist hier schön. Ich will eigentlich nur einen Randfarmen. Gewonnen habe ich schon mal, aber ich möchte jetzt hier oben die Teile haben. So, Drache heizt noch ein bisschen durch und der wird jetzt hier Stück für Stück. Ich hoffe mal, dass der Drache ein bisschen dem Tesla widerstehen kann. Ja, sieht ganz gut aus. Bitte auf die Goldmine, auf die Goldmine. Ah, nein, geht doch. Ja, auf die Goldmine, sehr schön. Hier oben war ein Atemzug 15.000 Gold. Finde ich fresh. Der kann jetzt hier drauf gehen und dann noch die Goldmine. Und dann habe ich, denke ich, mal ganz gut eingesagt. Gut, in den Lager wird auch noch was drin sein. So ist nicht. Aber hier, oh, schön, schön. Ja gut, naja, hier ist immer noch was drin. Eigentlich in der... im Rathaus kriegst du noch 50.000 oder 30 oder irgendwie gesagt. Aber ja, Beute lässt sich sehen. War eine erfolgreiche Geschichte. Sehr gut. Aber wenn ich nicht alles gerichtet habe, was habe ich gekriegt? 304. Oh, das ist mein Rekord. Das ist mein absoluter Farmrekord für. Also für jetzt hier für das Let's Play, für die Videos. 384.000 Gold und 460.000 Elixier habe ich jetzt noch nicht geschafft. Das hat sich übelst gelohnt. Das hat sich echt übelst gelohnt. Anfragen kann ich mal. Drache Level 3. Und ich kann mir eigentlich selbst einen schicken vom anderen Account. Warte mal hier. Falls es jetzt gleich geht oder so. Dann kann ich nämlich direkt schon wieder loslegen. So, Clash of Clans startet. So dramatisch. Ich müsste sogar, glaube ich, welche ausgebildet haben. Warte, Sekunde, bin gerade am Handy. Seit jemand schickt vorher, lädt, muss erstmal laden. So, Drachen Level 3, dann wähle ich meinen Drachen aus und zack, und dann habe ich den, ja, auch gleich schon bekommen. Gut, Handy wieder weg. Und dann können wir nachher ein bisschen drauf loslegen. Genau, Thema Ausbilden, Schnellausbildung, Ausbilden, oh lol. Ich hatte nichts mehr in der Warteschlange, okay, dann kann ich wahrscheinlich noch einen Fight machen. Gut. Dann gehen wir mal runter und greifen nochmal hier an. Dann greifen wir nochmal hier an. Ja, sollten wir zerrupfen, das Hühnchen. Ich gehe oben rein. Ja. Ich denke mal, das sollte schon reichen. Sollte reichen für 100%, denke ich. Ah, die Türme haben sich hier unten die vorgeknöpft. Ja, ist egal. Ach, die Hämmer. Pass auf, die Hämmer. Ah, okay. Oh, das. Gut. Gut, gut. Wenn die da oben jetzt noch durchkommen würden, dann wäre das schon mal ein Anfang. Oh, die machen wir den Rest. Ach, werden auch 100%. Würde ich mal sagen.
Ja, locker 100%. Die killen das weg und jetzt wechselt er gleich runter, genau, und geht hier auf die Ecke. Ja. 100. Ist doch ganz angenehm. Safe and win. Safe. 46, da habe ich mal einen Stern geschafft. Ja, und ansonsten würde ich mal einen Gratisschub mir geben und dann würde ich außerdem wahrscheinlich auch rechtzeitig fertig werden, dann kann ich nach der Folge ja die nächste wieder, aber kann ich noch was bauen hier. Okay, außerdem steht noch aus hier so eine Goldmine, die kann ich über Nacht mal machen für 5 Stunden oder so und dann. Schöne Sache. Okay, dann hier oben werden wir wahrscheinlich keinen Angriff schaffen, weil nicht genug Truppen ausgebildet sind, aber ich würde das ganze Gold jetzt erstmal auf den Kopf hauen, indem ich mal die Schatzkammer entleere. Yes. Alter, ist so viel Elixier, was rauskommt oder soll ich... Pass mal auf. Ich böllere wahrscheinlich nicht das Elixierlager hoch, sondern benutze das Gold komplett für die Mauern und mache mit dem Elixier, was ich übrig habe, baller ich irgendein Armeelager hoch oder was, was ich damit anfangen kann, beziehungsweise näher forschen kann ich gar nichts. Aber ich kann Armeelager mit hochballern, das sind 750.000 und ich glaube, das wäre ganz klug gerade einzusetzen. Weil ansonsten habe ich hier 1,1 Millionen Elixier rumliegen. Ich kann über einen Tag nicht ran, weil alles hier 17 Stunden ein Tag, 22 Stunden ein Tag, das wäre halt auch ein Tag, ne? Ja, das würde über einen Tag das hier liegen und das wird mir halt weggeraubt werden, also versuche ich es vorher einzusetzen. So, dann ganz schön die Mauern upgraden, ich mache es jetzt einfach hier im kleinen Stil, mal hier, mal da, so 50-50. Boah, da steckt übelst viel Gold drin in den Mauern. Ich weiß gar nicht, ob ich das immer schafft, die hoch zu upgraden für ein Let's Play, wie das, glaube ich, nervig. Vielleicht muss ich das außerhalb der Folgen oder so machen, dass ich hier ein bisschen farme oder sowas. Oder ein Livestream. Aber was mache ich in der Zeit, wenn die Truppen ausgebildet werden? Das ist die andere Frage. Ich muss immer warten, bis die Truppen ausgebildet sind, bevor ich einen Angriff starten kann. Na komm, egal, wir machen das erstmal komplett leer. Und ich habe gerade mal die Hälfte, fast die Hälfte aller Mauern erst fertig, weil ich habe hier nur zur Hälfte mal gesetzt, ne? Ja. Gut, Nachteil bei dem Armeelager natürlich noch, es dauert 3 Tage. Aber egal, ich hau's jetzt raus. Okay, damit haben wir, denke ich mal, unsere Ressourcen am sinnvollsten eingesetzt. Bin noch überlegen, den hier, die Torte ein bisschen stehen zu lassen, einfach so, weil es schöne Deko ist oder so. Torte zum 5. Jahrestag von Clash. Ja, also der Hauptaccount ist auch schon recht alt, wenn man den Hauptaccount gemacht. Der müsste auch schon 4,5 Jahre oder sowas sein. Also er ist schon recht alt, aber ich habe halt, den nicht aktiv gespielt. Ich habe mich mal eingeloggt, abgefarmt. Ich habe den ganzen Account... Ah, ne Quatsch, hier. Wo kann ich besuchen? Da. Ich habe den ganzen Account nur durch Farmen hochgespielt, glaube ich. Ich habe nicht viel angegriffen, nur mal die Minen gefarmt und das war's. Ja, ich habe übrigens jetzt mal auch gecheckt, dass ich hier mal sämtliche Sachen noch setzen kann, aber ich hatte hier in der Base keinen Platz mehr, also habe ich die außen umgesetzt. Suchen nach Luftminen und sowas. Ja, ich denke mal, auch ganz okay. Das mit den Mauern ist halt sehr schleichend. Die brauchen 1 Million pro Mauer. Und da brauche ich halt schon ein Weilchen, um voranzukommen. Bin gerade dabei, halt immer Gold zu sammeln und die sämtlichen Gebäude jetzt erstmal so upgraden, den Rest, was ich so machen kann. Oh, ein paar von denen hier. X-Bögen habe ich mal angefangen zu upgraden, aber die kosten halt 5 oder 6 Millionen. Ja, finde ich viel und naja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, das Krachen und tschüss.